Mit größten Gastgeber jetzt Klaus und Jackie Teuser! Hallo, ja, Cottbus, wir freuen uns tierisch, dass wir heute hier spielen müssen. Also, am 20.03.2009 hieß es zum ersten Mal in Cottbus, Wäsche raus und Ohren auf. Klaus-Jürgen Knacki Deuser, der Erfinder von Nightwash, und seine Band Alex Flucht gaben sich die Ehre im Weltspiegel und hatten noch ein paar Freunde im Gepäck. Doch damit nicht genug. Auch als Cottbusser Hobby-Comedian konnte man es schaffen, sich einen kleinen Traum zu erfüllen und sich zu den Profis auf die Bühne zu gesellen. Um euch das Event näher zu bringen, haben wir den Initiator Knacki Deuser höchstpersönlich vor die Kamera gezerrt. Wie sind Sie darauf gekommen, ein Comedy-Format in einem Waschsalon zu produzieren? Weißt du, du musst mal irgendwo hingehen, was ein bisschen abgefahrener ist. Nicht in so ein Kleinkunsttheater, weil da kriegst du die Leute gar nicht mehr. Dann habe ich so aufgeschrieben, Bushaltestelle, Metzgerei, Drehtür vom Hotel und ein Waschsalon. Ja, als ich das dann so las mit dem Waschsalon und wir 2 Tage später durch New York spazieren gegangen sind und sind an einem Waschsalon vorbeigegangen, da stand jemand und hat Gedichte erzählt, so selbstgeschriebene für irgendwelche Leute, die da saßen. Und die waren alle total genervt von dem, weil ich bin reingegangen, hab mir das angehört. Und dann war ich so ein Freak. Aber ich dachte, ey, ich hab's da aufgeschrieben, das ist es. Was sollte ein Nachwuchskünstler mitbringen, um erfolgreich zu werden? Ich persönlich glaube, dass du das wirklich gerne machen musst. Auch wenn du Stand-up machst, musst du reden können, du musst dich ein bisschen bewegen können. Du bist so oft frustriert, weißt du, du stehst da und jeder kann dir erzählen, ob du gut oder schlecht bist. Weil wenn du nicht lachst, dann das kriegst du sofort mit. Und jeder kritisiert dich und jeder erzählt dir, was für ein Arsch du bist. Und ey, der andere ist viel besser und machst da mal wie Atze oder wie die Cindy oder der Bart. Und du fühlst dich auch immer, eigentlich immer elend. Aber wenn die Leute mal lachen, ist das halt auch ein tolles Gefühl. Warum findet Nightwash nicht mehr in einem Waschsalon statt? Wir sind auf dem Weg, wir wollen wieder zurück in den Waschsalon. Die haben damals den Waschsalon zugemacht. Da ist ein Rewe-Supermarkt drin. Ich will wieder zurück in den Waschsalon. Das ist Nightwash. Das war viel abgefahrener, wenn die Leute hinter der Fensterscheibe hergegangen sind. Also, da hast du jetzt genau den richtigen Punkt getroffen. Wie schon erwähnt, fand am 13.03. in Anitas Waschsalon das Casting für die Veranstaltung im Weltspiegel statt. Hier wusste eine bunte Mischung von Kandidaten mit ganz und gar individuellen Programmen das Publikum zu begeistern. Nach einer Woche so eine Verarschung, kriegen die Geld? Kriegen die noch mehr Drogen oder noch mehr Alkohol? Sich heute die kleinen Leute, das will ich alles gar nicht wissen, mein kleiner grüner Kaktus. Dieser junge Herr ist Benjamin Hanschke. Als Kabarettist in der Bühne 8 mit großem Publikum bestens vertraut, konnte er die Jury besonders überzeugen und gewann das Casting. Aber wir lieben uns trotzdem. Außerdem haben wir 3 Kinder. Das haben wir genauso uns mit den Namen, muss man ja immer überlegen. Das war schon fast Entscheidungsgrund. Haben wir aber gesagt, machen wir das so, wie das so die Stars und die Prominenz so macht in der Welt. Wir denken uns so mördermäßige Hintergründe aus. Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, ihn bei seinen Vorbereitungen für den ganz großen Auftritt im Weltspiegel über die Schulter zu schauen. Im Großen und Ganzen war es eine gelungene Veranstaltung. Klar, als Sieger kann man das natürlich sagen. Aber auch das Ambiente so unter den Kollegen. Danach hat man sich gratuliert, kurz gesprochen. Und es war richtig schön gewesen. Hast du schon anderweitig Bühnenerfahrungen gesammelt? Ja, also ich spiele seit 7 Jahren Theater hier an der Bühne 8 am Campus der BTU und seit circa 5-6 Jahren dann auch im Kabarett Die Ehrlichen, und da hat man ein bisschen Bühnenerfahrung mittlerweile schon gesammelt. Wie wirst du dich auf den Auftritt vorbereiten? Also in erster Linie muss man natürlich ein bisschen den Text durchgehen, ein bisschen Textsicherheit ist ja schon erwünscht, und dadurch, dass eine Nummer mit dabei ist, die wir beim Kabarett gespielt haben, beim ersten Kabarettprogramm, wo ich mitgemacht habe, gespielt haben, und die Sigi-Rolle, die ich bei Nightwash spiele, wie auf Geburtstagen und wie gesagt Firmenfeiern, Hochzeiten auch spielen, sitzt der Text eigentlich, aber trotzdem muss man das vorher nochmal durchgehen, dass man so die Stichpunkte und Eckpunkte hat des Programms. Oh Gott, was erwarte ich mir von dem Auftritt? Ich möchte in erster Linie, dass es funktioniert. Es sind ja ein paar mehr Leute als die, die hier in die Bühne reinpassen. Wir spielen hier für 50, 60 Leute. Dort im Weltspiegel passen 510, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da will man eigentlich nur, dass es über die Bühne geht, vernünftig über die Bühne geht, keinen Text drin hat, dass die Leute natürlich lachen. Ist ja so ein Zweck der Aktion. Was machst du, wenn du mal nicht gerade Leute zum Lachen bringst? Also im wirklichen Leben bin ich kein Student, obwohl ich beim Studentenkabarett spiele. Im wirklichen Leben bin ich Hörfunkredakteur beim hiesigen Radiosender und beim LHC noch Hallensprecher. Also es sind ganz paar Sachen, die man nebenbei macht. Erdanziehung. Also auf die Sigi-Rolle, die ich bei Nightwash im Casting gespielt habe und dann auch bei Nightwash im Weltspiegel spielen werde, bin ich einfach drauf gekommen in einer lustigen Runde, dass man mal ein bisschen probiert, mit Akzent, mit Lispeln irgendwas zu machen. Und dann entwickelt sich immer durch ein doofes Lispeln oder durch einen sächsischen Akzent natürlich immer so eine kleine Trottelrolle. Danke für den Ständer.
Die Arbeit hat sich gelohnt. Auf der großen Bühne und einem angeheizten Publikum konnte Benny alle überzeugen. Da stoppt er ohne zu schießen. Dann kriegst du ein bisschen Lidschatten. Das machst du zweimal mit Lippenstift, weil die müssen überall springen. So. Weißt du, warum die Frau so was haben? Ich meine, vielleicht haben wir einen Einsatz im Erdbeerfeld oder eine Banane. Tomatenplantage oder wo, ist egal. So, und dann wegen die Lippen auch. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Ich finde, das ist ein hervorragendes Angebot. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Oh,